Auch heute will Brigitte Goss in ihrem 800 Quadratmeter großen Garten im unterfränkischen Burghausen möglichst viel Laub einsammeln. Die bunten Blätter sind für sie eine Art Rohstoff. Früher, die Gärtner, war das was Wertvolles. Und zwar haben die Gärtner ja früher Lauberde gemacht. Und so bin ich eigentlich ja drauf gekommen, Mensch, ich mache doch aus dem einfach mal Erde. Und tatsächlich habe ich jetzt, ja, das finde ich ein tolles Material. Und was hinten bei rauskommt, wenn es dann mal verrottet ist. Alle Treppen und Wege hält die Gärtnerin laubfrei. Und auch die Beete rund um ihre Teiche. Ich habe hier in der Nähe meinen Teich. Und jetzt, wenn dann wirklich die Herbststürme loslegen, dann weht es mir das alles in den Teich hinein. Und hier will ich einfach vorbeugen, so das letzte Laub bleibt dann schon liegen. Aber jetzt, es ist so viel Laub, das kommt jetzt alles weg. Je nach Witterung dauert es noch 4 Wochen, bis alle Bäume ihr Laub abgeworfen haben. Das heißt, weiterhin täglich Blätter sammeln. Nee, es nervt mich nicht, muss ich wirklich sagen. Es ist einfach für mich eine schöne Beschäftigung, das Laub zusammenzurechen. Und jetzt geht's dann in den Winter. So. Ist auch ein Ritual. Das sonnige Wetter kommt der Gärtnerin zudem entgegen. Dieses Laub ist rascheltrocken und so ideal zum Kompostieren. Leider ist das nicht überall im Garten so. Am kleinen Teich geht's jetzt ans Blätterfischen. Ja, also das Laub, wenn jetzt das reinfällt, das würde dann ja zu Boden sinken und dann wird das so ein Schlamm und Moder entstehen und einfach auch Sauerstoff dem Wasser entnehmen. Und also auf jeden Fall muss es raus, auch dass eben nichts fault unten drin. Und jetzt, wenn das frisch gefallen ist, dann geht es halt einfach noch ganz leicht. Der nur 4 Quadratmeter große Teich wäre schnell voller Laub. Und nicht alle Blätter sind unproblematisch. Direkt drüber, da habe ich einen Ahorn, einen Bergahorn. Der hat jetzt bald die Blätter verloren, das kriege ich ganz gut raus. Aber der Nachbar, der hat einen Walnussbaum und das wäht man natürlich auch rüber. Und das Walnusslaub muss ich wirklich raustun. Also das habe ich schon gesehen, wenn ich das drin lasse, das färbt mir das ganze Wasser braun. Und das fängt auch dann wirklich zu stinken an, zu modern an. Also da muss ich da hinterher sein und ein paar Nüsse kriege ich ja auch rüber. Walnusslaub enthält viele Gerbstoffe und verrottet dadurch langsamer. In kleinen Mengen dürfen die Blätter der Walnuss trotzdem mit in den Kompost von Brigitte Goss. Oh ja. Mikroorganismen verwandeln die Blätter in wertvolle Erde, aber nicht ohne ausreichend Nährstoffe. Da ist es ein ganz altes Federkissen. Das ist also wirklich nicht mehr schön. Ich will es auch nicht mehr reinigen lassen. Und die Federn, das ist wie Stickstoff. Also das ist wie Hornspäne, wie Hornmehl. Und das kann man jetzt auch dazwischen reintun. Das sind Daunen. Und das bewirkt einfach, dass sich das Laub besser verrottet. Ich mache da nur so eine feine Schicht. Also dass man einfach sieht, so einmal weiß drüber, geschneit, wie Frau Holle. Und dann kommt schon wieder die nächste Schicht drauf. Also bloß nicht zu viel. Wer kein altes Federkissen hat, kann Horndünger oder auch Rasenschnitt mit dem Laub mischen. Der enthaltene Stickstoff sorgt für eine zügige Verrottung. Nach einem Jahr war der bisher eigentlich fast immer fertig. Mal schauen, auch wie der Winter wird, also wenn er nicht zu kalt ist und da so ein bisschen ja, Leben ist im Kompost oder hier drin ist, dann kann ich im Frühjahr schon das erste von unten her wegernten. Also es geht unheimlich schnell, viel schneller als mit einem normalen Kompost. Direkt nebenan lagert der Laubkompost vom letzten Jahr. Er ist jetzt reif. Die oberste, noch recht grobe Schicht kommt als Starthilfe auf den neuen Laubkompost. Darin sind schon Mikroorganismen vorhanden. Ihre Lauberde verwendet Brigitte Goss zum Mischen von Pflanzsubstraten und als Bodenverbesserer in ihren Hochbeeten. Das Schöne ist jetzt einfach, der Laubkompost, da ist jetzt kein Unkraut drin. Also in meinem normalen Kompost, da habe ich einfach noch Samen und Kräuter. Und hier habe ich nichts und das lasse ich jetzt, das ist noch nicht richtig verrottet, das lasse ich jetzt über den Winter liegen. Und bis zum nächsten Jahr ist das die schönste Erde. Und dann kann ich loslegen im Frühjahr mit Pflanzen, mit Salat oder sowas. Na, und dir schmeckt es auch, ne? Der Laubkompost bringt viel Leben in den Boden und wirkt zugleich wie ein Langzeitdünger. Versorgt junge Gemüsepflanzen wie diesen Spinat mit allen Nährstoffen. Ich habe das mal analysieren lassen. Also es ist relativ viel Kalium drin und auch Phosphat. Und
Das ist natürlich eine gute Nährstoffgrundlage. Stickstoff wird auch gebunden sein durch den Humus sowieso. Also das ist schon richtig Kompost und sind schon genügend Nährstoffe drin. Also fast ein bisschen Dünger. Du kommst da noch. Na, das freut mich aber. Ne? Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei. Dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.